Also, erstens, ich bin total aufgeregt, dass ich hier zu euch sprechen darf. Ich muss gestehen, das ist das erste Mal, dass ich eine Präsentation auf Deutsch halte. Ja. Ich spreche zwar, es hört sich an, als würde ich fließend Deutsch sprechen, aber eigentlich ist es nicht so. Es ist einfach nur, weil ich gebürtige Wienerin bin und diesen Dialekt leider nicht loswerde. Ja. Ich habe einen Großteil meines Lebens in London verbracht und bin seit 4 Jahren wieder da. Zuerst stelle ich mich vor, also ich heiße Rita Isiba. Und ich bin IT-Projektleiterin für eine Softwarefirma, aber ich habe auch meinen eigenen Verein gegründet namens Afropean Partners. Und wie der Name sagt, bin ich dafür zuständig oder ich beschäftige mich dafür, eine Förderung oder Aktivitäten zu fördern zwischen Afrika und Europa. Aber darum geht es nicht heute. Heute geht es um die Kunst, große Krisen zu bewältigen. Und ich habe meinen Vortrag auf drei Teilen, auf drei Teilen gegliedert. Und zwar zuerst about me, also ich erzähle ein bisschen von mir, weil ich glaube, wenn man jemanden erzählen möchte, wie man eine Resilienz stärkt, kann man auch Geschichten von sich selber erzählen. Und zweitens die Resilienz, was die Resilienz überhaupt ist. Und drittens about you, wie ihr Widerstandsfähigkeit stärken könnt. So, das bin ich. Da war ich 4 Jahre alt. Das war in Obelix, ich weiß nicht, ob ihr Obelix kennt, das ist in Niederösterreich, ein ganz, ganz kleiner Dorf. Ich glaube, da sind ungefähr 5000 von der Bevölkerungsanzahl, das ist ein ganz, ganz kleiner Dorf. Und da habe ich nicht geredet. Also ich habe bis zu meinen viereinhalb Jahren habe ich zum Sprechen angefangen. Das ist, weil man sagt, dass ich eine Trauma gehabt habe, aber es war eigentlich keine Trauma. Ich weiß nicht wieso, ich kann mich selbstverständlich nicht mehr wirklich erinnern, warum ich nicht reden konnte, aber die Ärzte haben gesagt, es ist wahrscheinlich, weil ich in meiner Umgebung irgendwie bemerkt habe, dass ich anders bin. Wenn ich anders sage, naja, offensichtlich leben wir in einem Land, das sehr homogen ist. Und da ich auch immer ein Kind war, der ein bisschen anders ausgesehen hat als andere, war ich selbstverständlich ein Ziel von Mobbing. Und zu Hause habe ich mich immer wohl gefühlt, aber sobald ich draußen war, war mein Schutz einfach nichts zu sagen. Aber das heißt schon lange nicht, dass ich stumm war. Ich habe viel aufgenommen und auch viel gelernt. Und so habe ich auch meine Resistenz aufgebaut. Mit 5 Jahren haben meine Eltern sich entschieden, okay, vielleicht ist es doch besser, wenn die Rita vielleicht ihre Umgebung ändert. Da sind wir gemeinsam, also ich, meine Mutter, mein Vater und meine kleine Schwester sind nach London auf Urlaub gefahren. Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass wir auf Urlaub gehen und dann wieder nach Hause. Aber die haben mich zurückgelassen, ohne ein Wiedersehen zu sagen. Und damit hat es auch angefangen. Das heißt, ich war dann in einem neuen Land, 5 Jahre alt, ohne meine Familie und in einer neuen Schule, wieder in einer neuen Umgebung. Und das alleine war auch wiederum eine Herausforderung. Und dementsprechend habe ich auch gelernt, mich auch anzupassen. Eine Anpassung ist auch eine Fähigkeit. Can I speak in English sometimes? Is that okay? Yes. So I'll speak. Well, if you don't understand, just let me know. So, when I was in London and I was in a new school, in a new family, I just came to realize this is the best time for me to adapt. Adaptation, Anpassung, is also a factor of being resilient. Now, was ist Resilienz?
Resilience comes from the lateinisches Wort. Ich rede ab und zu Denglisch oder Genglisch, ja. Resilienz kommt von Latein und das heißt zurückspringen. Also wenn du dir vorstellst, wie ein Gummiband, das man wieder auf die ursprüngliche Form zurückformt, dass man durch ein that you go through hardship, but at the same time you kind of gain the best from what you've learned in the hardship. So what I mean by that is, for example, if you go through a heartbreak, then okay, it's good for you to grieve, but at the same time, you should also learn that everything happens for a reason, and out of this pain, you turn it to something good. Or if you're under stress, you use that energy of your stress for something better. So it's very hard to imagine, but if you constantly think to yourself that I am going through Verzweiflung, through Not, through fear, and you think to yourself, okay, this is how I'm feeling right now, what can I do to feel better? Man muss sich immer wieder einreden, weil wenn du davon abhängig bist, was andere Leute von dir halten, wirst du dann verletzlich. Das heißt, du baust deine Resilienz ab. Es geht eigentlich eher mehr auf Selbstvertrauen und von anderen unabhängig zu sein. Wenn ich Unabhängigkeit sage, meine ich, du sollst nicht von anderen, what's the opinion? I forgot opinion. Ja, yeah, exactly. Du sollst nicht von anderen eine Opinion holen, sondern deine eigene Opinion haben. Und zugleich solltest du auch lernen, deinen Stress irgendwie zu stärken. So, what I'm just trying to say is this. It's easier said than done, but by building your resilience every single day, it helps you for the future. So, ich habe drei Tipps, Krisen zu durchstehen. Und zwar positiv denken, which is not always easy, but as I said earlier, you should always try and speak to yourself. The mind is like a computer. When you think about a way how to be, if you motivate others, you always constantly repeat yourself. But one never thinks about motivating themselves. And that's the most important thing. You have to motivate yourself all the time. Dann ehrenamtliches Engagement. It's very difficult to imagine, but if you give, you feel automatically better. I'm not talking about giving money. I'm also talking about helping others or just giving someone a compliment. By making someone feel good, you automatically kind of feel good yourself as well. So try to do something good every day as well. Third but last, schätze dich selbst. If you don't love yourself, how can you love others? You always have to remember this. Man muss sich wirklich selber lieben zu lernen. Wenn man das sich selber nicht liebt oder wenn man sich selber nicht schätzt, dann kann man andere auch nicht schätzen. Es ist manchmal sehr schwer für uns, aber man muss es einfach lernen. I know, easier said than done, but it can be done. So, in this respect, as I said, love yourself, stärke dein Bewusstsein, umgebe dich mit positiven Menschen, always bear in mind, negative Gedanken sind auch ansteckend. Wenn du dich immer mit Leuten umgibst, die miserabel sind, die immer ein schlechtes Gefühl geben, versuch dich so wenig wie möglich mit denen zu umgeben, ganz wichtig. So I think in this respect, thank you.